Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. Geil, wie deine Biene durchfliegt. Craft Attack 10. Wir haben Folge 4 am Start und heute geht es auch mal wieder etwas extremst mit Action ab. Es gibt kein Craft Attack ohne dass Stress ist und jetzt gibt es mal wieder die volle geballte Ladung. Ihr habt es alle vermisst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Let's go! Kurze Erinnerung, es gibt einen 12-Stunden-Stream auf Twitch von 12 Uhr mittags bis 0 Uhr abends. Kommt vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Okay, hier ist schon was gebaut. Wo bist du denn lang? Bist du nach da gelaufen? Hier. Das ist ganz schön, muss aussehen. Okay, oh nein, Pins. Die ganzen Level sind weg, Spark. Wie viele Level hast du gerade? 4. Oh. Da die Hoglins. Ja, die kriege ich weg. Hast du Baublöcke, Spark? Holz. Ich habe ein paar Baublöcke, ja. Kannst du mir welche geben? Ich kann für dich hochbauen. Wo bist du lang ungefähr? Hier hoch. Da noch weiter hoch, ja gut. Ich habe nicht wirklich viel, aber hier erstmal ein bisschen 40 Steine habe ich noch. Okay, komm mal mit mir. Huch. Die komplette Erdgeschichte lang? Ja. Ist wieder ein Warzenschwein oben. Ja! Diese hässlichen Dinger! Ne. Ja, das ist gerade nicht ohne hier. Ich versuche auch hochzukommen. Also so wild Achtung. Hätte ich mich gar nicht hier lang gebaut. Das ist Achtung, halt, Bewährungshelfer! Das ist halt maximal. Ja, die sind ja egal, die machen dir nichts. Du hast doch Gold. Schnell hoch! Bitte! Meine was Items. Was hat Gold an? Die machen dir nichts. Okay, Vorsicht vor dem Bewährungshelfer hier. Ja, komm, ich mach das kleine Schwein. Also einfach nur hier lang, lass mir einfach vorgehen. Gerade außen, dann links, da rein, ja. Aber du darfst nicht meine Level einsammeln, okay? Das sind maximal höchstens 7 Level, da kommen keine. Die brauche ich für meine Schaufel dann. Ja. Und jetzt musst du alles, was hier drin ist, töten. Ja, hier ist nur ein kleines Schweinchen. Hinter dir, kleiner Mann! Das ist egal, lass den doch. Hau den doch nicht, ja, selber schuld, wenn du drauf gehst. Jetzt hat er deine Dia-Sachen. Jetzt ist selbst verkackt. Er hat mich gescannt! Hey! Spark, hast du gesehen, was er gemacht hat? Der hat meine Rüstung genommen! Ja. Und abgehauen. Hat er eine Rüstung genommen und ist abgehauen. Nee, der ist jetzt nicht weg, oder? Da ist er. Siehst du ihn? Ja, du musst ihn umbringen, Junge. Du hast einen Kuhkopf auf. Ja, ja, ich hab nichts anderes. Wer bist du denn? Auf, oder? Digga! Digga, der... Ich bring auch ein Kind um für meine Rüstung. Der hat einfach geklaut. Ja. Eine wichtige Info noch, ich werde einen zweiten Kanal betreiben, auf dem ebenfalls auch Craft Attack kommt, weil wahrscheinlich auf dem Hauptkanal nicht für alles Platz sein wird. Wir sind hier immer am Eskalieren, Spark Gaming TV, Link der Beschreibung ist mein Zweitkanal, früher waren da Livestreams drauf, ganz früher noch andere Videos, der wird aber jetzt zu einem richtigen, normalen Videokanal wieder umgemünzt, weiter betrieben. Und ebenfalls gibt es auch wieder Bonusfolgen für Kanalmitglieder. Als kleines Dankeschön für die, die das eh schon die ganze Zeit machen. Ab 99 Cent pro Monat kann man bei mir Kanalmitglied werden hier auf YouTube. Und als Dankeschön gibt es dafür auch nochmal etwas Bonus-Content, so wie ihr es schon gewohnt seid, auch von früher, damit ihr eure komplette Dosis an Craft Attack und allem Möglichen stillen könnt. Würde mich freuen, behalt das im Auge. Besonders den Zweitkanal bei Gaming TV extremst wichtig. Oh, Spark, alle meine Level sind weg. Mein ganzer Progress. Ja, du musst das positiv sehen. Oh, Spark, danke, dass du mir geholfen hast, meine Items wiederzukriegen. Danke, danke, dass du mir geholfen hast, actually, wirklich, ja. Gerne, Spark, gerne. Spark, hier ist deine Belohnung. 2 Kürbiskuchen. Geil, ich mag Essen. Was habe ich da noch gegeben? Ich habe dir noch irgendwas gegeben. Ich glaube, du hast mir einen Stack Sugarcane gegeben. Den hätte ich gern wieder, wenn es geht. Dann kann ich noch mehr Kürbiskuchen machen. Ja, let's go. Digga, er hat mich einfach gerippt, sag mal. Hast du gesehen, wie schnell er gemacht hat? Ich habe ihm einen Schlag gegeben, er meinte, okay, take the opportunity and I'm gone. Er hat einfach geklaut. Vollspeed gemacht und hat ein Zeug mitgenommen. Nein, ich war in Level 29, ne? Ja, jetzt wieder von vorne. Du kannst, wenn du einmal stirbst, maximal 7 Level einsammeln. Das bringt doch ehrlich nichts, sage ich dir ehrlich. Ich warte einfach, bis G-Time das gemacht hat, alles. Ja. Spark, wirklich vielen, vielen Dank dir, ehrlich. Du hast mein Minecraft-Leben gerettet. Kein Problem. Und Petrin ist gerade bei mir im Chat, aber ich ignoriere den. Alles gut. Wir müssen ganz dringend mal gucken, wie wir den Nether ab hier und sowas dann machen, weil gerade ist noch sehr, sehr wild hier. Er ist sehr gefährlich auch, ne? Ja, ja. Also, guck mal, du musst mal überlegen, wenn so ein Minecraft-Pro wie ich, ne, so einfach stirbt, ja, keine Chance, ne. Dann ist das halt schon echt heftig. Hättest du noch mal ein bisschen früher hier noch mehr gespielt, als wir die Mob-Spawn-Rate noch mehr als verdoppelt hatten, dann war das hier, dann war das noch anders. Da, ich bin auch, glaube, zweimal kurz vorm Sterben gewesen hier drin. Mann, so ein trauriger erster Tod. Jetzt habe ich zumindest, guck mal, das war schon gut, dass ich wieder ausgeholfen habe. Jetzt habe ich nämlich die Verbindung vom Nether geschafft, aka von unseren beiden Basen. So, dann kann ich jetzt immer vor und zurück und kenne den Weg. So, und das hatte ich ja auch im Hinterkopf, als ich dich gerufen habe, dass das auch dir was bringt, ne? Genau. So, weil so bin ich ja auch. Mhm. Bin ja immer noch Mensch. Und der Kürbiskuchen war ja auch geil, sag ich mal, ne?
Immer ein Geben und Nehmen. Ist ja gut gemacht. Spark, schau! Stark gemacht. Doch, was ey, los? Yo, ich bin voll Netherite, Spark. Mein Gott, Revi, du bist einfach göttlich beim Farmen. Das ist ja unfassbar. Nein, Bro, ich habe ein PvP-Event gegen einen gewonnen. Wir haben alles gesetzt. Er hatte Netherite, ich hatte Diamond. Und jetzt wird er gerade die ganze Zeit von den anderen getötet. Guck da, SpaceX, der ist voll der Schwitzer. Ja, gut. Voll krass. Ich hab ihn einfach geholt. Ich habe eben schon gesagt, Revi, du spielst das Projekt wie Varo und hast dir einfach jetzt das Equipment gegönnt. Bro, ich habe ihm ein bisschen was wiedergegeben, Do. Oh mein Gott, Schaff, du bist so schlecht, wirklich. Oh. Ey, Rumatra ist nicht leise. Also war das wirklich richtig einvernehmlich jetzt so, oder was lief da? Ob ich es behalten darf, weiß ich nicht, ob das einvernehmlich ist. Okay. Ich werde es demnächst auch ein bisschen häufiger erwähnen müssen. Mein neuer Roman ist raus. Der dritte an der Stelle. Link wie immer in der Beschreibung oder im Buchhandel. Schaut da mal rein. Reef will sich von mir scheiden lassen in Minecraft. Hört, seid ihr immer noch verheiratet? Ja, das weiß Andi aber, glaube ich, nicht. Revi, ich bin der Questmaster. Hast du meine Aufgabe erledigt? Was ist denn deine Aufgabe? Du sollst Villager 30, 40 Stück vermehren. Ja, ich mach jetzt. Bro, kannst du mir gratulieren, Kevin? Ich hab grad gegen einen Schwitzer ein PvP-Duell gewonnen. GZ, Revi, hast du klasse. Bro, gemacht? Ich bin noch überproduktiv. Ich hab schon meine komplette Sachen geterraformt. Ich bin zweite Folge. Bin ich full Netherite. Hart erspielt, wirklich auch. Ich hab die Villager-Farm gebaut. Chef Strobel scheißt die ganze Zeit rein. Ist komplett useless. Hat Mundgeruch. Strobel? Ja. Alle hat Mundgeruch. Mundgeruch, Robel. Mundrobel. Mundstrobel. Revi, hast du eigentlich jemals richtig, so richtig im Nether Ancient Debris gefarmt in deinem Leben bisher? Nein. Aber das macht Spaß, ich enjoy das immer voll. Ja, dann mach's doch. Dass du immer seine Leistung ins Lächerliche ziehst. Ja, wirklich, das ist so schade. Ich hab das gerade einfach in einem Kampf gewonnen, Spark. Das ist viel krasser, als es selber zu farmen, ja? Ja, letztes Jahr musste ich es dir aus dem Gameout geben, weil irgendein Zombie das geklaut hat und du es nicht mal wiedergefunden hast. Hä? Das stimmt gar nicht. Doch. Unter welchem war das jetzt? Lügenspark. Nein, doch. Lügenspark. Letztes Mal hast du Netherite Ozone. Awesome. Ich Details über dich erfahren, Revi. Alter, du tust das. Der ist despawned und du warst dann so ganz aufgelöst mit großen, coolen Augen. Ich hab dir die aus dem Game Mode wieder erstellt. Spark, warum muss das eine Treppe haben? Diese Huffs, diese Treppen. Spark, auf jeden Fall ist einfach ein Hater geworden. Oh, na, ist dein Equipment wieder? Nein, Spark, also ich habe das eben verloren, das Equipment, und die töten mich die ganze Zeit, obwohl es im Discord steht. Und die klauen bei G-Time die Sachen, Basti zockt unter anderem. Ich bin jetzt viermal gestorben, einmal durch Klim, einmal durch Joecraft, einmal durch Chef Strobel. Ja, das ist Regelverstoß, Spark, ne? Mein Name kann ich nicht mehr lesen. Das ist das allerjährliche Spark, mach was wegen Regeln, Ding. Genau, aber diesmal ist es halt so, dass ich mich hier gemobbt fühle, weil er hat halt in dem Vielleicht Kampf solltest du zum Kontext kennen, dass Rivens halt die Rüstung von Space geklaut hat und irgendwo nicht verscherbelt geklaut, hat. Er kam hier hin, um mich zu töten. Ja, die kenne ich schon. Habe ich die Rüstung behalten, nachdem Blizzard meinte, ja, würde ich auch machen, und dann habe ich das gemacht. Außerdem habe ich ein paar Teile der Rüstung wiedergegeben. Also Blizzard ist der Verräter! Das müsst ihr untereinander ausmachen. Joker hat mich auch angewispert, dass es in Ordnung ist. Aber das hört ihr das? Jedenfalls, ich höre recht viel Mimimi. Jedenfalls, ja. Wir sind extra ganz weit vom Spawn weggegangen, damit wir hier erstmal bauen können und dann haben wir die Action. Genau, richtig. Will ich ja auch. Deswegen würde ich dich jetzt. Warum ist hier so eine riesen Rückkopplung? Weggeht. Das bin ich. Nee, das Problem ist halt, dass ich ja gar nicht damit angefangen habe. Ich bin hier einfach hingekommen und mobben. Das sind ja Mobber. Wir müssen aber du hast auch die Rüstung und so, oder? Hm? Ich hab die Rüstung nicht mehr. Boah. Du hast sie versteckt. Nein, ich bin gestorben. So, Baby. Ihr habt ja noch komplett meine. Also ich finde es fair, wenn Revens halt irgendwie dem Schaden ersetzt, egal in welcher Form. Aber er hat doch verloren, bist du dumm? Er hat doch verloren, er hat mich doch angegriffen und verloren. Ey, ich geb's doch selber schuld. Du hast es. Wie jedes Jahr, Leute. Geil, einfach wie jedes Jahr. Nothing special here. Also ich stress mich da auch nicht, also einfach wie jedes Jahr. Aber kann man ein bisschen zugehen. Es fällt unter Kleinkram, es ist nichts regelmäßig. Du bist auch. Ja, ich bin DJ, ich weiß, aber irgendwie, also ich höre das echt schon nicht, deshalb will ich nicht fixen. Also DJ genießt die Show. Macht es nicht gerade. Genießt einfach die Show wieder. Einfach die Show genießen. Irgendwann ist wieder vorbei. Spark, ganz kurz nochmal, ich will jetzt hier nicht nerven, aber er hat mich schon wieder getötet auf unserem Discord steht. Jetzt reicht's. Jetzt musst du da auch mal handeln, ne? Ich höre auch ein bisschen Mimimi raus. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mal die Requests von Revi nehmen kann. Nach so vielen Jahren. Du kannst das ganze Video dich angucken. Ich bin heute sehr passiv gewesen. Also hast du Space gekillt und sein Equipment geklaut? Ja, nachdem er mich angegriffen hat. Er hat mich ja zum Kampf herausgefordert. Also als Revenside hat gerade Space angegriffen und Space hat sich nur notverteidigt. Stimmt nicht. Ich würde ihn doch nicht angreifen. Ich habe ihn doch gerade schon die Rüstung.
Aber damit ist für mich auch der Deal mit Revi geplatzt. Also da muss ich schon auf Base auch Revi gar nichts. Also das wäre eine harte Aktion. Also ich habe Push to Talk, ne? Der ist echt höchst beim Revi hier. Jut mich jetzt hier, ja? Okay. Dann viel Spaß, Entscheidung. Prioritäten so wichtig. Abmarsch. Und wieder mal wurde ein Verbrechen gelöst. An dieser Stelle. Tschüss. Oh Gott, wie lange dauert es, bis ich gebannt bin? Ja, ich gehe noch einen ganz kurzen Zentimeter hier mit. Ganz ehrlich, ich hätte auch so eine Revi-Gang mit alle Revi-Köpfe wäre auch nice gewesen, ne? Ehrlich, ne? Ja, wäre schon. Oh Gott. Dann hätten wir was für die nächsten Episoden. Spark? Kannst du mit einem Revi-Kopf anfangen? Ein Revi-Kopf auch kann ich immer machen. Der kommt auf so einen Pfahl gespießt im Kerker oder so. Okay, er ist einer von uns. Ich merke schon. Sehr gut. Sehr gut. Da kann man auch so einen Kolben machen, der die ganze Zeit so eine Endrod reinpiekt. Ne? Oh Gott. Das wird Revi dann wieder feiern. Das hat er schon in CraftTech 8 gemacht. Let's Hugo hat eine Lex-Maschine gebaut. So Leute, da müssen wir ein ganz kleines bisschen Orga-Stuff mal hier machen. Und da gehe ich mal ganz kurz in Spectator-Mode rein. So, ist irgendwo Brut-Action geplant? War das geplant oder ist was passiert oder ist nichts passiert? Also Hugo ist jetzt gerade zumindest nichts am Tun, ne? Also bisher am Spawn. Okay Leute, gerade sind viele Sachen wieder parallel. Wo haben wir Boote? Haben wir irgendwo Boote? Screenshot ist gemacht. Das war Hugo, ja? Leute, wir sind jetzt am ersten Tag. Wir haben schon wieder 120 CPS. Es fängt an zu laggen. Wenn ich die Boote jetzt wegmache, dann gucke ich mal, wie die TPS aussehen. Und wenn die gleich wieder gut sind, dann ist das halt... das soll ich nicht durchgehen. Also wie gesagt, wir haben ganz klare Regeln für dieses Jahr aufgestellt. Und besonders da wir dieses Jahr so viele sind, das geht nicht. Es gibt folgende Regel. Wer Serverlags absichtlich verursacht, der hat mit einer Strafe zu rechnen. Einfach weil wir so viele sind. Es gab auch Diskussionen wegen Slots und Teilnehmern. So viele sind einfach am Start. Der Server laggt jetzt einfach schon unter den 20 TPS. Und das kann nicht sein, dass wir den ersten Tag haben. Leute haben noch nicht so viel gebaut und wir sind schon komplett am Limit. Komplett unakzeptabel. Wer unabsichtlich Lag verursacht, der muss halt einfach zusehen, dass er das wieder fixt. Dafür gibt es keine Strafe. Aber wem Absicht praktisch zumindest unterstellt wird, was ich hier jetzt mal machen würde, dann hat das eine direkte Konsequenz. So, und da müssen jetzt hier, und nochmal, da müssen jetzt auch keine Leute in den Chat kommen oder so eine irgendwas sagen. Hugo hat die Regeln gelesen. Der hat mir ein Bestätigungswort geschickt, was drin versteckt war und den Bedingungen zugestimmt für die Teilnahme, ja. Also allgemeine Geschäftsbedingungen. Und dann tut mir leid, das geht halt nicht. Das ist, ich werde auch an manchen Stellen ein bisschen strenger sein müssen, weil das ansonsten aus dem Ruder läuft und immer mehr Grenzen ausgetestet werden. Das geht einfach nicht hier. So, können wir ganz kurz hier wegen TPS gucken. 17,7, ja, ein bisschen mehr, aber 16,7 waren wir vorhin. Also... Selbst wenn ich jetzt nichts direkt messen kann, sind wir trotzdem am Limit. Die Boote haben safe zu was beigetragen. Und das ist pure Absicht, Leute. Das lasse ich nicht durchgehen. Wer unter 20 TPS halt so ein Zeug macht, Boote sind okay, Lag nicht. Oben auch noch. Oh. Ja. Leute, das sollen noch keine Bans, provoziert keine Bans, so viel Content zu nutzen. Bans soll eine Strafe sein, keine Belohnung und Futter für ein gutes Video. Um dafür möglichst wenig Anreiz zu liefern, darf der Betroffene sein Video... Kein Video dazu hochladen, alle anderen aber schon. Ja, der komplette Spawn ist direkt mitgeflutet. Ich wollte das jetzt nicht mit Command clearen, weil ich wollte die Range nicht irgendwie verhauen. Ich bin gerade ein bisschen außer Übung. Das kriegen wir auch so mit dem Schwert halt instant weggeklärt. Ich nehme ein Schwert, damit ich nicht auch so den anderen Blöcke abbaue, wie ihr sehen könnt. Weißt du, Hugo kann das nicht machen und sagen, ja, aber 17 ist noch okay. Nein, das ist nichts okay. Die Boote werden auch als Item komplett gelöscht, ne? Der komplette Spawn einfach voll gebootet. Das sind halt alles Entities, wie ihr sehen könnt. Also wenn ihr mich fragt, 24 Stunden als erster Schritt. Aber Leute, es tut mir leid, das hat er sich aber selbst verbockt. Hast du schon mitbekommen? Mit oder ohne Stream, Spark? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, komm, wir können kurz ohne Stream machen. Okay, Chat, ich bin sofort wieder da. So, Leute, ich bin wieder da. Und da sind wir relativ einer Meinung. Schaut euch mal die TPS jetzt an. Auf einmal wieder glatte 20. Es hat jetzt ein Weilchen gedauert. So, ich muss das kurz für die Gruppe fertig machen. Aber das sind... Ihr könnt free schreiben, sonst was. Ich habe Screenshots gemacht. Wir haben TPS und alles mögliche gemessen. Es gibt eine klare Regel, die jeder zugestimmt hat. Und das sehe ich mal gar nicht. Warte mal ganz kurz. Jetzt geht's hier wieder los. Das ist nicht okay, Leute. Das können wir nicht machen. Es kann doch nicht sein, dass wir am ersten... Tag vom Projektstart schon Probleme kriegen,
weil Leute den Spawn mit hunderten Booten fluten. Es waren vielleicht nicht tausende, aber hunderte. Es kann nicht sein, dass wir frisch die neue Season starten. Wir generell allein durch die schiere Anzahl an Teilnehmern auch gegebenenfalls irgendwann relativ zeitnah an die Grenzen kommen von der Server-Performance. Wir in den Regeln drin haben, wo absichtlich Fett mit Caps drin steht. Einmal ganz kurz hier. Wo haben wir das denn? Weil jetzt halt wieder viel jemand zu in den Chat reinkommt. Es ist in Caps geschrieben, es ist unter Strafe verboten, absichtlich Serverlecks zu verursachen. Wenn es versehentlich passiert, muss man das Problem so schnell wie möglich lösen. Aber man kann dafür nicht bestraft werden. Wenn man dem nicht nachkommt, kann Vorsatz unterstellt werden. Als ich eben nach Hugo gecheckt habe, ist er vielleicht aufgefallen, der war in seiner Base und hat die Eisenfarm gebaut und der Spawn da weiterhin geflutet mit 400 Booten. Ich habe einen Screenshot gemacht und gesehen, dass wir unter um die 17 TPS waren, ja, nachdem die Boote entfernt worden sind. Ich weiß, sind wir da, ja, 20, relativ klar 20 oder fast glatt 20. Das heißt, der läuft jetzt wieder. Im Klartext, das war eben sehr wohl dafür verantwortlich, dass wir ein paar Probleme kriegen und das können wir einfach nicht durchgehen lassen. Also ich schätze mal, ich habe die nicht gezählt. Ja, ich schätze mal, es waren 400 Boote um den Dreh. Grobe Einschätzung. Aber ihr habt es gesehen, ich habe Screenshots gemacht, ich habe das auch bei uns in die Gruppe gepostet und das kann nicht sein, dass das jetzt absichtlich gemacht wird und absichtlich auch darauf angelegt wird. Natürlich, wenn er jetzt sagt, er hat nicht beabsichtigt, dass der Server leckt, ja, dann sollte man halt vielleicht keine 400 Boote dahin dispensen. Außerdem ist das nicht das erste Mal. Wir hatten das schon bei Craft Attack und Stone Attack und da ist halt so, ne, es ist schon klar, dass das Absicht war und nicht aus Versehen passiert ist. Ja, für vergangene Sachen, die haben natürlich jetzt hierauf keinen Einfluss, aber trotzdem. Das kann einfach nicht sein. Wieso wurde Hugo gebannt? Weil er 400 Boote am Spawn wieder gesetzt hat und die Server wieder angefangen hat zu laggen. Ja, aber es war ja ein Versehen. Spark klingt übelst genervt. Richtig hart. Er will nur zocken und dann kommt so ein Scheiß wieder zurück zu Beginn. Ja, erster Tag, Spark will richtig geilen Craft-Attack loslegen und dann kommt erstmal hier der Bootjunge. Ja, nee, also wie gesagt, wir waren schon wieder auf unter die 20 auf 17 runter, 16, 9 so um den Dreh und am Spawn war wieder 400 Boote einfach. Ja, hast du den jetzt für 400 Tage dafür zur Strafe gebannt? Ja, für jedes Boot gab es eine Minute Bann. Also, nee, 24 Stunden, morgen kann er wieder.